Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Drittliga im Walliser Fußball hat ein unglaublich spannendes Finale miterlebt. Zwei Mannschaften, Därmerie Brigg und Naters 2, haben gekämpft um den Aufstieg in die Zweitliga. Und es war euch neben dem Platz ein Haufen los in der Drittliga mit der berüchtigten Strafpunkteregel, die auf dem Platz und neben dem Platz sehr viel hat zu diskutieren gegeben. Wir haben heute am WB-Stammtisch die beiden Aufstiegstrainer zu Gast. Zum einen Ivan Holosnoy, Trainer von Naters 2, also die Mannschaft, die es geschafft hat, direkt aufzusteigen. Und der Silvan Salzmann, Trainer vom FC Därmerie Brigg, der in der letzten Runde den Direktaufstieg noch verspielt hat, aber es dann über das Entscheidungsspiel doch noch geschafft hat, euch in die Zweitliga mitzugehen in der nächsten Saison. Und sehr aktuell kennen wir den WB-Stammtisch Ivan Holosnoy. Anfang eigentlich mit einer, ja, mit einer schlechten Meldung. Ihr habt ja das Meisterspiel gehabt, Insiders gegen Massonger. Ist im Prinzip so, wenn man will, ein Proforma-Spiel, wie jetzt Walliser Meister wird, weil Aufsteiger kennen ja sowieso beide. Der Match ist abgebrochen worden nach einer Rudelbildung, nach Tätlichkeiten. Ihr seid 1-0 am Gewinnen gewesen, Anfang der zweiten Halbzeit. Und jetzt hat der Walliser Fußballverband gerade frisch, kurz vor der Sendung, entschieden, dass das Spiel wird null gewertet. Es gibt keinen Walliser Meister und ihr müsst nächste Saison mit minus 6 Punkten in die Zweitliga starten. Ist das also so ein bisschen eine dicke Ohrfeige nach dem schönen Aufstieg? Ja, sehr, sehr sogar. Ich finde das nicht richtig, was Fußballverband gemacht hat, aber... Wir müssen jetzt schauen, was noch möglich ist zu machen. Rekurs oder auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen sicher Rekurs. Weil eine Mannschaft, wo am Gewinnen ist, 1-0, bekommt keine rote Karte auf dem Platz. Nachher wird noch bestraft. Silvan Salzmann, ihr habt das Meisterspiel zwar nicht können machen, aber habt mit dem 4-2 gegen Trotto im Entscheidungsspiel den Aufstieg doch noch geschafft. Ist das schwierig gewesen, Mannschaft in Spannung zu behalten, nachdem dass er gegen vorne in der letzten Runde der Direktaufstieg überraschenderweise daheim nicht geschafft hat? Ja, also einfach ist es sicher nicht gewesen, muss ich sagen. Also wir haben ja auch noch eigentlich das Saisonabschlussfest an dem Samstag gegen vorne. Und das ist einfach, also sagen wir Gott, nachher noch einmal abbrechen, das ist stimmig, gleich null gewesen. Das war im Fest ein bisschen so die Handbremstrick wie vielleicht im Spiel euch. Genau gleich, also ehrlich gesagt genau gleich. Ja. Wir haben jetzt schlussendlich auch für die Leute, die sind da waren und auch für den Verein das Fest jetzt gleich durchgezogen. Und ja, ich selber war natürlich auch enttäuscht gewesen, aber die Spieler, die sind ganz oben enttäuscht gewesen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, oder besser gesagt, das ist wahrscheinlich kein einziger ein bisschen über den Durst getrunken. Vielleicht der eine oder andere ein bisschen Frustdurst gewesen, aber sonst nicht. Aber, ich hatte am Dienstag das Training drauf noch mal keine Richtung. Aber da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass die Boys immer nur mit dem Kopf bei dem Vormatch sind. Und eigentlich hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass die Summe schon eigentlich aufgegeben hat. Mhm. Ja, und dann, für das ist halt, sind halt wir Trainer auch da. Ich habe mit Franz und Rios zusammen haben wir ein bisschen abgemacht, dass er einfach die Tage nur, also viele Tage waren wir nicht mehr vor dem Donnerstag. Nein. Aber dass er ein bisschen Einzelgespräche suchen und vielleicht eine positive SMS am Matchtag noch schreiben und machen tue. Und da muss ich sagen, da ist ziemlich ins Zeug gelegt. Und schlussendlich sind die Burschen am Donnerstag also wirklich voll Motivation auf dem Fußballplatz gewesen. Und wo jetzt eigentlich am Resultat euch gesehen. Sind denn die SMS oder sagen wir mal die Mentalarbeit vom Trainer, ist das so also ein bisschen das letzte Register gewesen, das man hätte nicht ziehen so wenige Stunden vor Schluss von der Saison? Ja, gut, die Spieler müssen sicher euch, also die Spieler brauchen sicher, dass die SMS akzeptieren, sagen wir mal so. Es ist sicher, ich bin ja selber auch Spieler gewesen, ich weiß wie das ist, wenn man bestimmte Spiele verliert und dass man da einfach im Kopf am Boden zerstört ist. Und vor allem mit den Jungen ist es nicht einfach. Weil für die geht einfach gerade der Moment einfach eine Welt zusammen. Und dann siehst du eigentlich, der erste Moment siehst du eigentlich nicht, hallo, wir haben ja da noch, Gott sei Dank, nur eine Chance. Mhm. Und ja, eigentlich haben wir einfach das ein bisschen klar machen. Und das haben der Andreas und ich eigentlich gut geschafft, würde ich jetzt sagen.
Also die Vier in die Arme war einfach ein bisschen aufgeschoben gewesen, aber ja, nicht verschoben, vielleicht auf ein anderes Jahr. Umso besser für auch Silvan Salzmann. Ivan Holosnay, Nader 2 hat mit dem Nenad Dugic einen sehr treffsicheren Stürmer. Ältere Generation schon, aber hungrig wie eh und je. Wie wichtig war er für die Mannschaft, gewesen, für die Rüstung zu arbeiten? Sehr, sehr wichtig. Aber kann man sagen, auch positiv und auch negativ. Wo positiv? Positiv ist, weil eben du hast schon gesagt, dass er treffsicher ist. Und negativ ist, wenn er seine Ehrgeiz auf Platz übertrieben zeigt, sind andere Spieler auch fast ängstlich. Und ich weiß nicht, wir haben irgendwie gefunden Mittel. Ich habe mit ihm auch gesprochen. Und Rückrunde hat er das sich viel verbessert. Also in dem Sinn, dass er auch Mannschaft motiviert hat und Mitspieler immer mitgezogen. Er hat selber auch beispielsweise gespielt. Ist er ein bisschen stiller geworden, so der Nenad? Stiller, ja. Ja. Ja, er kann nicht still sein. Ganz still nicht. Er will auch im Training jeden Match gewinnen. Auch wenn man 2-2 spielt, ist er immer auf 100, wenn er verliert. Und muss man immer aufpassen. Ja. Aber er hat sich einfach, Mannschaft hat ihn so akzeptiert. Und die Jungs suchen bei ihm auch Gespräch und er hilft. Und ja, er hat uns viel geholfen. Der Nenad Dugic in Zahlen, er hat 16 Goal gemacht. Was hat Nader 2 auch in der Mannschaft sonst noch ausgezeichnet in der Saison? Ja, wir haben schon die Achse gut. Oder Torhüter haben wir sehr gute Torhüter. Also Donato. Donato, Andrea, ja. Jawohl. Nachher haben wir zwei Innenverteidiger sehr gut, die auch nach vorne mitspielen können. Mittelfeld mit Dorobis Christoph haben wir gut. Darum, das ist eben im Fußball das Wichtigste, dass man in jede Position, also in Reihe, hast du eine oder zwei gute Spieler, wo auch die anderen mitziehen, im taktischen Bereich und auch im psychischen Bereich. Und ich denke, wir haben das so gute Mischung gehabt. Darum haben wir auch bis am Schluss psychisch besser gewesen als Termin. Aber es ist lang gegangen, bis ich weil eben, wie Silvan hat es schon gesagt, das letzte Tage bei uns war auch schwierige Match gegen Chateauneuf, richtig. Ja. Aber Chateauneuf war nicht Mannschaft wie Fahren, wo alles gibt bis am Schluss. Die waren so technisch gut, probiert mitzuspielen und uns hat das gut getan. Also wir haben richtige Moment Tor geschossen, waren nicht so viele Zweikämpfe, wo gefährlich sind für gelbe Karte. Dann haben wir das auch einfach gelöst. Jawohl. Als Termin. Wie rekreiert Nauters hat einen treffsicheren Stürmer gehabt, einen Achse in der Mannschaft, der etwas beigetragen hat, dass es die Mannschaft jetzt in die zweite Liga gebracht hat. Die Qualitäten von Termen, Silvan Salzmann, diese Saison? Weiterhin der Teamgeist. Immer noch. Das ist halt einfach der grosse Trumpf jetzt seit Jahren, muss ich sagen. Da bin ich eigentlich auch froh, dass wir wirklich einen guten Teamgeist haben. Wir haben es nicht gerade die ganze Saison gehabt. Das wäre ich ganz fertig gekommen. Aber ja, ich danke dem Teamgeist, der es schlussendlich auch geschafft. Anfang Rückrunde hat er mir übrig Schwierigkeiten gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt sind da Resultate drin gekommen, die eigentlich untypisch sind für eine Mannschaft wie Elbe, die auch schon fahren in den Spitzenpositionen konnte mitspielen. Was ist da in der Mannschaft nicht gut gelaufen? Ja, es sind einfach, soll ich sagen, es sind zwei, drei Spieler darunter gewesen, die das Gefühl haben, es gäbe anders besser. Und da ist da ein bisschen blöde Stimmung in die Mannschaft gekommen. Und ja, Herr Motsch gegen Notisch war das schon drin. Von dem her, und da haben wir so ein bisschen ein Loch gehabt, Notisch bisher aus. Und ja, ich war eigentlich schlussendlich froh gewesen, dass die Mannschaft selber, die ist gesetzt, es wieder geschafft hat, alle zusammen im gleichen Seil zu ziehen. Hat das so wie ein, wie kann man das sagen, wie eine Selbstbereinigung stattgefunden? Ja. Oder hat das dadurch geholfen, dass die
ja, dass so Urühe-Posten sind erledigt gewesen, Sven. Ja, sicher euch. Also von dem her sicher euch. Aber ich hatte das Gefühl, euch gehabt, weil es sind einfach euch, abgesehen von mir, sind euch noch zwei, drei andere Spieler ältere, die vielleicht euch das Zepter ein bisschen an die Hand genommen haben. Mhm. Und einfach euch mal auf den Tisch geklopft haben, Posten. So geht es einfach nicht. Entweder sind wir alle wieder zusammen oder wir lassen es einfach sein. Und ja, es scheint sich jetzt Gott sei Dank für das Richtige entschieden. Und das ist am Schluss gut rausgekommen. Ja. Der Nenad Dugic hat 16 Goal geschossen für Nauters 2. Ihr habt letztes Jahr mit Burkhard Burgener sehr ein torgefährliches Sturmduo gehabt, das über 30 Goal hat geschossen. Ski 2 sind in dieser Saison nicht so zur Geltung gekommen aufgrund von Verletzungen. Jetzt ist mit dem Jonas Welschen ein eigentlich schon älterer eingesprungen mit 14 Goal. Und trotzdem hat er den Aufstieg geschafft. Ist das für euch ein Indiz, dass das eine Mannschaft ist, die in der Zweitliga Chancen hat, zum mithalten, wenn man nicht eine Abhängigkeit hat von Einzelnen? Gut, Chancen hat zum mithalten, weiß ich noch nicht halt. Das ist für uns ein absolutes Neuland hier oben als Darmen. Wir jetzt einfach mal abgemacht, also einfach das Abenteuer Zweitliga einfach mal in Angriff nehmen. Und, aber ich habe schon das Gefühl, wenn wir wirklich alle mit der Motivation waren, jetzt am Schluss, zum Beispiel das Aufstiegsspiel wieder gespielt, wären alle wirklich motiviert sein, dass wir da sicher auch positive Resultate können erzielen können. Und vor allem aber auch, dass wir einfach nicht jetzt angewiesen sind, auf zwei Spieler, die ist die Goal schießen. Das ist zum Beispiel auch bei unserem Welschen Jonas, der eigentlich schon in Senior selbst gekommen ist. Nein, von dem her, nein, ich bin froh, dass er so einer der Jonas noch mit einspielt, natürlich. Ja. Urbriegerberger. Ja, genau. Und er war auch einer von denen, der einfach die Welt nicht mehr so richtig verstanden hat nach dem Aufstiegsspiel. Dann hat man auch so gesagt, er begreift es einfach immer noch nicht. Vor dem Samstag sind er am Boden zerstört und fünf Tage später sind einfach das Gegenteil. Ivan Holosnay, Nauters 2, irgendwo im Dunstkreis von der Mannschaft ist ja immer noch FC Oberwallis AG mit der Erstmannschaft in der Erstliga. Was spielt jetzt die Struktur für eine Rolle für eure Mannschaft nächstes Jahr in der Zweitliga? Euch in Bezug auf Spielermaterial? Ja gut, wir haben auch letztes Jahr immer gehofft, dass uns geholfen wird, weil wir haben mit 16 Spielern Kader gestartet Saison und das ist eigentlich wenig. Wir haben immer gedacht, da kommen eine oder andere. Aber die ganze Saison, erst am Schluss, haben zwei Junioren von Atters uns geholfen im Fahren und eben im Meisterspiel. Aber sonst hoffe ich, ich habe nicht große Hoffnung, dass die Spieler kommen. Ich weiß nicht, Team Oberwallis hat schon ziemlich große Kader und vielleicht eine oder andere kommen wird noch. Aber ich bin ganz klar, wenn jemand für unsere Mannschaft spielen wird, dann muss er auch mit uns trainieren. Das ist klar. Wenn ich 20 Spieler im Kader habe, dann will ich auch die wenigstens zweimal in der Woche oder Abschlusstraining mit uns machen. Lass mich noch ein bisschen reden über die Strafpunkte, Regeln, Problematik, je nachdem. Im Walliser Boden haben wir ja das sehr viel thematisiert, gerade am Schluss von dieser Saison. Die Strafpunkteregel mit dem Hintergedanken, das Fairplay zu fördern, da kann man ja nichts dagegen haben. Aber die Auswirkungen, die nachher gewesen sind, sind ja dann zum Teil sehr, sehr fragwürdig gewesen. Man muss Spieler zurücknehmen, das ist ja nicht dürfen faulen. Die Strafpunkteregel, die bei Punktgleichheit entscheidet, vor dem Torverhältnis, ob jemand jetzt darf aufsteigen oder nicht. Ihr zwei, das kann man glaube ich sagen, ihr seid Gegner von dieser Regel. Und jetzt haben wir die letzten Wochen erlebt, die ja wirklich fast dramatisch waren, oder wahrscheinlich das Interesse fast mehr auf die Regel hat konzentriert als auf den Platz. Wie seid ihr jetzt mit dem umgegangen, ihr? Oder heute Mannschaft? Ja, gut, was willst du? Du musst es jetzt auch einfach so akzeptieren, wie es ist. Aber ich persönlich muss es ehrlich sagen, ich finde es ein Mist. Weil es kann ja nicht sein, gut, das Beispiel war ja letztes Match gegen Fahrer.
meine Spieler, die sind ohne Physik fast motiviert gewesen, für den Match zu gewinnen. Aber es ist einfach kein Mensch richtig trotten dürfen. Also und, eine gelähmte Mannschaft. Ja. Und das ist auch im Endeffekt sieht man das Resultat von diesem Match. Und wir haben ja den Match eine gelbe Karte gemacht. Und da hat man in den Kopf gesehen, das ist einfach, für die ganze Mannschaft ist dann einfach die Welt zusammengebrochen. Mhm. Schlussendlich, ich habe Ivan vorher schon gesagt, bin ich froh, ist es so gekommen, dass wir verloren haben, Schiege gewonnen. Weil, wenn wir gewonnen haben, haben wir 4 Strafpunkte gemacht. Und dann wären wir genau wegen diesen 4 Strafpunkten nicht aufgestiegen oder nicht die Ersten gewesen. Und der Spieler hat sich ganz sicher Vorwürfe bis zum Gehtnicht mehr gemacht. Mhm. Also ich bin persönlich der Meinung, das Shooten ist einfach da im Hintergrund. Mhm. Weil es geht an und für sich um die Bolle, dass man die Bolle da oben in das Goal schiessen. Und da müssen wir halt einfach ein bisschen dran gehen. Und es passieren halt einfach Fälle. Ja. Man macht sicher nicht extra eine gelbe Karte oder so, aber es kommt halt einfach mal vor. Mhm. Und ob es jetzt schlussendlich wirklich etwas bringt, ich weiß ja nicht. Aber jetzt geht es zu Ivan wegen dem Match. Aber da sieht man jetzt, schlussendlich müssen wir jetzt gleich wieder einen Match abbrachen. Ja. Von dem her, also, ich sehe es ehrlich. In dem Moment ja das Fairplay, weil keine Rolle mehr spielt, oder? Ja, jetzt wie bei einem Match Insiders. Ja, zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Match in Fahren. Wir haben auch zwei Matches von Schluss. Wir müssen unbedingt gewinnen, ohne Strafpunkte, dass wir oben bleiben. Wir haben Strafpunkte bekommen, aber Match gewonnen. Wir haben gar nicht Freude gehabt an dem Sieg, weil wir haben drei Strafpunkte bekommen. Also das ist eben nicht Sport. Ja. Wenn man auf andere Sachen mehr Blick hat als Torschießen oder Torverteidigen. Ja. Silvan Salzmann hat vorhin gesagt, er sei froh, dass im Prinzip jetzt die Punkte entschieden haben und nicht die Strafpunkte. Okay. Wahrscheinlich war noch los nach Ihrer, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist es dann die Strafpunkte-Regel? Habt ihr gemerkt oder den Eindruck gehabt, dass vielleicht die Schiedsrichter jetzt noch mehr unter Druck sind wegen der Strafpunkte-Regel? Ja, auf jeden Fall. Wir haben letzte zwei Match nur geschaut, welcher Schiedsrichter ist. Wer kommt jetzt? Ob der gut ist oder nicht, weil wir einen Vorteil haben möchten. Sondern wenn der gut ist, auf beide Seiten gleich pfeift, dann sagt man nicht. Aber da gibt es auch Schiedsrichter, die nicht auf diesem Niveau pfeifen dürfen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn so passiert, dann kann ein Schiedsrichter 2, 3 gelbe Karte ohne Grund zu geben. Mhm. Und das ist eben auch nicht richtig. Wir sind als zweitbeste Mannschaft mit Strafpunkten. Also meine Mannschaft macht nicht viel gelbe Karte oder rote. Mhm. Wir haben einmal gelb-rot bekommen, sonst nicht. Wie tut ihr, Silvan Salzmann, eigentlich dem Argument vom Walliser Fußballverband begegnen oder entgegnen, was sagt, ja gut, warum machen jetzt die Trainer so einen Aufstand? Man weiss von der Fairplay-Regel oder von der Strafpunkte-Regel schon von Anfang Saison. Was wird ihr darauf reagieren? Ja, was soll ich dir sagen? Oder auch sagen hier, aber was ich vorher gesagt habe, müssen wir jetzt einfach akzeptieren, so ist. Und ich probiere das einfach auch den Spielern vor jedem Match, und ich dann immer sage, bei uns das Wichtigste ist mir einfach gleich immer noch Respekt gegenüber Gegner, Mitspieler und Schiedsrichter. Und aber meine Mannschaft ist ähnlich wie Ivans Mannschaft eigentlich recht fair gewesen, schon die ganze Saison. Und ich bin eigentlich auch immer ein Fahrer, ich habe ja früher geschaut, ich bin eigentlich immer ein Fahrerspieler gewesen. Und man kann ja Fahrer sein, aber man kann ja auch als Fahrerspieler hart in den Zweikampf gehen. Und, und da ist aber das, was wieder der Ivan sagt, je nach Schiedsrichter, vielleicht mag der einen, vielleicht mag der einen ein bisschen weniger. Und das Niveau von so einem Schiedsrichter, den würde ich gescheiter nicht diskutieren. Es ist einfach plötzlich, wenn man normalen Zweikampf, und ich habe das Gefühl, hast du plötzlich haben das Gelb und vielleicht aber sogar Gelbrot. Ja, ich muss sagen, die Schiedsrichterin, alle drei waren sehr gut in Siders, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber eben, kann nicht passieren, dass nach dem Match du erfährst, dass der und der bestraft ist und auf Platz gar keine gelbe bekommen. Ja.
Ich weiß nicht wie. Das kann der Schiedsrichter aussuchen. Ja, jetzt der und der und der, dass das Kompromiss ist mit anderen Mannschaft, beide bestraft und jetzt sind wir alle zufrieden. Nein, das gibt es doch nicht. Ihr seht, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir können eigentlich noch lange diskutieren über die Strafpunktregel. Jetzt, wo wir ein bisschen in die Hitzwelle drin kommen, ist eigentlich die Zeit schon um. Ivan Holosnay und Silvan Salzmann nochmal gratulieren zum Aufstieg in die zweite Liga. Auch ein Aufstieg, Ivan Holosnay, also der mit minus 6 in der nächsten Saison, wenn es dabei bleibt. Und da wird er gestartet, ganz neutral bei 0 Punkten. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war der WB-Stammtisch von dieser Woche mit dem Thema Drittliga-Fußball und dem Aufstieg von Atters 2 und von Därmerie Brigg. Merci fürs Zuschauen.